Vielen Dank, Herr Professor. Keine Ursache, Frau Engelhardt. Darf ich Sie was fragen, Herr Professor? Sich mitzuteilen scheint Ihnen ja keine Schwierigkeiten zu machen. Sie machen sich Sorgen um Ihr Abschneiden beim Eignungstest, richtig? Ich habe in der Situation versagt. Seien Sie nicht zu hart zu sich selbst. Es gibt keine korrekte Lösung. Das Ganze ist ein Charaktertest. Schmidt hat so große Hoffnung in mich gesetzt. Auch wenn es Ihnen vielleicht offiziell noch niemand gesagt hat. Frau Schmidt hat Sie bereits zur Faust geholt. Was glauben Sie denn, wieso Sie bereits den ersten Auftrag hatten? Auch wenn dies ja so eine Art Nachrichtendienst ist, lässt die Kommunikation noch manchmal sehr zu wünschen übrig. Also, entspannen Sie sich. Ihre Sorgen sind völlig unbegründet. Und unter uns gesagt, bin ich froh, endlich jemanden im Team zu haben, der den Schwerpunkt seiner Arbeit auch in der Psychologie der Menschen sieht. Schönen Tag noch.